Jo, ich schlinge, was geht? Alles fit im Schritt oder was? Zu später Stunde nochmal ein kleiner Stream. Alles bestens oder was? Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, Digga. Ich habe extrem Bock zu zocken, habe heute aber auch noch nicht eine Runde gezockt. Das heißt, wir können mal direkt reingehen. So, nochmal kurz für Instagram hier auf professionell. Live-Stream. So, komm, wir machen den Big Play Move. Ah ja, moin, kein Material. Ein 199er blauer Crit, Digga. Köstlich. Seine Mutter gefickt, sag ich so. Ich hab seine Ehre genommen. Wir haben gestern den Viewer-Rekord gebrochen, Digga. Viewer-Rekord gebrochen? What? Ja. 31.500 Zuschauer. Was? Ja. Als ob, Digga. Um 2 Uhr nachts. Achso, deswegen nochmal. Ah, okay, ich verstehe schon, Digga. Ja, moin, Digga. Ja, nee, wir haben letztens im letzten Livestream oder eins Livestream davor so 27.000, 28.000 Zuschauer gehabt. Ja, das ist einfach ein anderes Level, Digga. Digga, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ich hab so Nasenblut bei den Zahlen. Hab mir schon mal einen zweiten AMG bestellt, Kappa. Der Crit, immer saftig. Ach ja, du Fendig! Oder? 18er Headshot. Ach komm, ich fick deren Arschlöcher langsam. Diese lächerliche Scheiße. 18er Headshot wieder. Es ist zum Kotzen, ne? Boah, da muss ich mich gerade richtig zusammenreißen, Digga, dass da nicht die Endbombe rauskommt, Digga. Du musst mal zielen. Willst du mich verarschen oder was? Ich hab einen Headshot gemacht. Hä? Was für Zielen? Headshot ist das Beste, was du machen kannst. Was soll ich da zielen, Digga? Also zum Thema Spielo. Ich hab's schon ganz oft gesagt. Ich hab 3 Vierteljahre Pause gemacht, Spielo. Dann war für mich selber der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich wieder bereit, geregelt in die Spielhalle zu gehen. Bin in die Spielhalle gegangen und seitdem läuft es wirklich für mich so ab, dass ich 1 bis 2 Mal die Woche in die Spielhalle. Früher war ich jeden Tag und nicht ansatzweise das Geld verbrate, was ich sonst verbraten habe. Also ich habe es wirklich gut im Griff. Mir ist durchaus bewusst, Livestream, dass die Schrotflinte sprayt. Das weiß ich. Es kann aber trotzdem nicht sein. Egal wie sehr eine Schrotflinte streut, dass ein Headshot einen 19er Schaden macht. Das kann einfach nicht sein. Wo ist die alte Camper-Muschi? Ist er durchgezogen? Ist das ein mit der Schall gedämpft MP? Das war anders nervig, Digga. Der Gegner, Digga, hat ja so hart gekämpft und die ganze Zeit darum gestanden. So eine scheiß Blaumütze, Digga. So nervig gerade die Situation. Ah, ich habe Lagerfeuer. Stimmt. Habt ihr recht. Lagerfeuer könnte ich erstmal. Ja, wir werden erstmal das Lagerfeuer usen. Ja, machen wir so. Bup, 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 bup. Mann, hat die einen geilen Arsch in der Büchse. Mann, da sieht das geil aus. Geiler Arsch, Bitch. Nice ass, ja, komm, wackel ihn. Ja, da geht mir einer ab. Da geht mir wirklich einer ab, Freunde. Ihr glaubt es mir nicht. Real Talk aus der Zentrale. Da werde ich doch sexuell ein wenig erregt. Man kennt ihn. Ah ja, den habe ich eigenhändig gebannt. 88 ist die Anzahl der Black Cocks, die du jeden Tag bloß. Toller Pimmelwitz, Digga. Toller Pimmelwitz. Hab fast gelacht, Digga. Dass du gesagt hast, die 88 steht für die Anzahl, wie viele schwarze Schwänze ich gelutscht habe. Wirklich, also da, Digga, da muss ich wirklich sagen, du. Da muss ich wirklich sagen. Also der war. Ja, komm, Digga, lass gut sein. Da müssen wir mal ganz kurz den Humor anrufen. Hallo? Humor, bist du's? Jo, hier ist Monte. Na, was geht? Ja, du nicht viel, ich bin gerade am Livestream. Nein, Digga, ich war heute noch nicht im Puff. Hallo, ich bin am Livestream, danke. Humor, ich habe hier mal eine Frage, Digga. Hat er gerade sich beschwert, dass er gebannt worden ist. Und er meinte, er hat einen Pimmelwitz gemacht. Ja, du, ich kann da nichts für, dass es ein Pimmelwitz war, okay? Er meinte so mäßig so, ja, 88 steht für die Anzahl, was ich an schwarzen Schwänzen schon gelutscht habe. Wie Humor, du willst mich zur Beleidigung durchstellen. Ja, nee, ich sehe es aber halbwegs ähnlich, Digga. Also ich hab's auch ehrlicherweise für... ficken. Nee, ich meine nicht deine Mutter. Naja, ich muss auflegen, Digga, ich bin am Game, hau rein. Ja, hast ja gemerkt, ne? Fand Humor auch nicht so gut. Ja, ich finde auch, dass die Entwickler von PUBG das geschafft haben, das Spiel so halbwegs kaputt zu machen. Nur nochmal als Beispiel. So, es ist natürlich meine persönliche Auffassung. Die Bombing-Zone, die Alu-Akbar-Zone, die ist so laut. Die ist so nervig, Digga. Und sie wird einfach nicht leiser gemacht. Der Airdrop ist so laut, du hörst nichts in dem Spiel, wenn das Ding darüber fliegt. Aber glaubt ihr, da passiert mal irgendwas? Glaubt ihr, da wird sich mal zu Herzen genommen, was die Community möchte? Nein, das wird gekonnt ignoriert. Und wenn man das Feedback der Community ignoriert, dann wird man irgendwann von der Community ignoriert. Easy. Hallo. Ey, ich kann schon... Ach, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin schon wieder zu oft gesprungen hinten. Konnte nicht mehr springen und hab auch scheiße geaimt, Digga. Du Kotzen, Mann. Mann!
Egal, scheiß auf Monabisch, weiter geht's. Hast du Kontakt noch zu Ruin Payne? Nee, überhaupt nicht, Digga. Weiß, dass seine Freundin irgendwie so komische Flüster-Streams macht, Digga. Und das Ganze auch noch recht erfolgreich. Keine Ahnung, wer sich sowas reinzieht, Digga. Ey, jetzt no hate gegen die junge Dame, ne? Ich kenne sie nicht und will sie auch überhaupt damit gar nicht angreifen. Aber für mich kommt es immer so rüber, die Leute gucken sich das an, weil sie sich innerlich vorstellen, egal ob jetzt, ich glaube Janina heißt die, oder irgendwelche andere Streamer. Und ich habe immer das Gefühl, die stellen sich einfach nur vor, wie sie die Old, die das gerade macht, bumsen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Warum gucken sich Leute an, wo irgendwelche Leute ins Mikrofon flüstern? Finde ich absolut, kann ich nicht nachvollziehen. Ist natürlich Geschmackssache, aber das sind irgendwelche Leute, die sich vorstellen, dass sie die weghocken. So, ich kenne Paynes Freunde nicht und will sie damit gar nicht disrespecten. So, weil, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich kann mir nicht vorstellen, warum man sich sonst freiwillig einen Stream anguckt, wo jemand ins Mikrofon flüstert. Also, ansonsten habe ich dafür eigentlich keine Erklärung, warum man sich das anguckt. Das ist so eine Entspannung und Kribbeln. Ah, jedem das Seine. Wie gesagt, ich will damit niemanden disrespecten oder so, aber meine Erklärung ist einfach, dass die Leute sich darauf einhobeln. Ja. Das wäre jetzt so meine Erklärung dafür. Das ist voll entspannt. Digga, was da entspannt? Also, es ist natürlich Geschmackssache. Weißt du, was mich entspannt? Eine Folge 3 Fragezeichen, Bruder. Das entspannt mich. Aber nicht, wie irgendjemand mit dem Pinsel übers Mikrofon reibt. Wie gesagt, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung und damit will ich niemanden disrespekten oder beleidigen. Das, denke ich, versteht sich doch von alleine, oder? Wie hast du die Katze bekommen, Red? Aber gekauft, ne? Bielefeld. Alter, ja, aber bewusst hast du die geholt, oder? Unbewusst, Digga. Was? Achso, ja, hätte ja sein können, dass Kollege gesagt hat, ey, ich habe hier Katze und muss irgendwie ins Ausland oder was weiß ich so. Nee, ist schon eine. Wie alt ist denn die Muschi? 9,5 Monate. Oh, süß, Digga. Warte ich mal. Oh, Digga. Was denn jetzt? Ja, klar. Richtig klar. Ah, Digga, ich liebe Muschis einfach. Ja, Digga, so nennt man das. Das ist ja nicht auf sexuelle bezogen. Aber ich weiß damals noch, als wir meine Katze Oscar, der ist ja schon tot, der ist mit 17,5 oder so gestorben, als wir den bekommen haben, damals von meiner Mutter, der Freund, die Eltern, haben wir dann so gefragt, ah, wie wolltest du den denn nennen? Und Siegfried meinte, ja, Muschi. Muschi. Da waren echt die Katzen genannt. Ja. Ich weiß schon, ja. Stream laggt, dann würde ich die Qualität runterstellen oder nebenbei keine Gay-Pornos runterladen. Ja. Ah, ja, vor uns! Die bauen sich hoch, Steely! Nein, die sind noch nicht oben. Ich gehe oben, ich push die von oben. Doch, ja. Einer ist oben. Okay, ich komm. Na, kümmer du dich unten. Warte, ich halte auf den unten. Ach, Neuner, ein 8er Hit wieder. Ach komm, Digga, manchmal ist das echt komisch. Leck. Mann, ey, ein 8er Hit wieder. Es ist zum Kotzen. Es passiert momentan viel Livestream. Momentan passiert sehr viel in meinem Leben, jetzt was YouTube und Twitch angeht. Und natürlich habe ich das Fortnite zu verdanken oder zu einem großen Bestandteil. Man kann es nicht nur so sagen, es ist so. Egal, Fortnite ob... Fortnite ist einfach Mode, ja. Ja, nee, erzähl, Steely, sorry. Nee, ist alles easy, erzähl. Das ist einfach Lebenschanger gewesen. Ja, ich kann euch so viel sagen. Egal ob auf Twitch oder auf YouTube, die letzten 1,5 Monate waren meine allerbesten Monate ever. Und ich mache schon so lange YouTube und Stream. Das ist meine allerbesten Monate. Natürlich finanziell gesehen auch, aber was die Zuschauer, was das Feedback etc. angeht. Und auch wenn ich weiß, das Video wird nicht so viele Aufrufe bekommen, wie zum Beispiel mein neues Auto. Aber trotzdem werde ich da die Tage nochmal ein kleines Video zu machen und einfach nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Mach mal ein Spezial, wo ein Subscriber alle deine Donations bekommt. Mit Sicherheit nicht, Digga. Du vergisst, dass ich jeden Euro, den ich an Donations bekomme, versteuern muss. Das heißt, wenn angenommen, da würde an dem Tag für den, weil er so sympathisch ist, 5000 Euro Donations kommen, dann und ich würde ihm 5000 geben, dann kann ich selber nochmal aus eigener Tasche nochmal 2500 versteuern. Ungefähr. 45% ungefähr. Auf jeden Fall nicht. Gönnt euch den geilen Arsch, Jungs. Die hat so einen Hammerarsch in der Hose, Digga. Da geht mir richtig sexuell gesehen einer drauf ab, Kipo. Sag mal, welche, die gelbe? Ja, die gelbe, Digga. Mach mal den Dingstanz. Der hier? Ja, Digga, guck dir auch mal deinen Arsch vorbei ja, an, Digga. Ja, komm, da sind schon zwei knackige Melonen am Start. Boah, sieht Baba aus. Das tört mich absolut an. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ja, oh, Digga. Ich bin ja nicht so der Manga-Freund oder sowas. Aber die Olle würde ich direkt mir über den Pisser ziehen. Da kenne ich nämlich nichts. Okay, Monte, das war's. Ach, Jungs. Ich muss kurz los. Kurz aufs Klo, Leute. Ja, jetzt mal Real Talk. Findet ihr nicht, dass das sexy aussieht, die Old? In der Büx? Und wenn sie dann diesen hier macht? Und jetzt, wartet. Das. Oh, geil, Digga. Hey. Hammermäßig, Digga. Wie sie die Arschbacken. Digga. Geil. Okay. Jetzt wieder. Stellt euch vor, jetzt würdet ihr unterliegen und euer Schwanz. Oh, ja, geil, Digga. Da geht mir nicht einer ab drauf.
Bruder, muss los. Oh, Mann. Ach, Steely, tu mal nicht so. Ach, Monty, du weißt doch. Ja, da macht sie das Fläumchen schon ein bisschen auseinander, Digga. Feierst du den neuen Skin? Den Taxi-Skin finde ich sehr nice, ja? Weil sie auch so geile Haare hat, Digga. Da ja, ich würde sie so gerne an ihre, in ihrer Zopfspitze nehmen und sie zu mir ranziehen. Und dann so richtig so... Oh. Ja. Oh. Das erinnert mich aber so ein Slush-Eis, Digga. Das erinnert mich an eine pinke Pussy. Das war's wohl wieder komplett, Chili. Das wär's dann wieder ganz komplett. Pinke Pussy, Digga. So richtig so an Zopf ziehen, so auf böse. Ich komm mal runter. Hier. War auch lustig. Digga, das wäre geil, wenn das auch in Hocke machen könnt, diesen Dance, Digga. Boah, Freunde. So. Geiler Arsch, Alter, die kleine. Oh, drüben wird gebaut. Ja, Mann, ich heile mich noch kurz, ne? Pass auf. Es hat. Aber sehr korrekt wieder Livestream, das ist genau in dem Moment, wo ich vor ihm bin, leckt. Das ist echt, ich lieb es. Ich lieb es wirklich extrem. Es gibt nichts Schöneres, als wenn es genau in dem Moment leckt, Digga. Geil, Digga. Freunde, ich danke euch für den Support hier nochmal. Wir werden Real Crafty hosten, ein amerikanischer Streamer. Die Übermacht, Freunde. Wirklich, wenn ihr gutes Gameplay sehen wollt, würde sagen, der ist, was das Gameplay angeht, genauso wie Ninja. Hört sich doof an, ist aber so. Geht rüber und schreibt ihn in den Chat. Aktiver Spritzer. Danke für den Support, Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein.